Hallo Leute, mein Name ist Maestri Mr. Mysterium. Heute werde ich mit euch über drei Sachen sprechen. Nämlich über erstens diesen Skin und den Love Ranger. Also, ja. Lasst uns anfangen, sobald ich in Kuppenkeim bin. Also gut, mal sehen, wie sieht das alles aus? Naja, könnte klappen mit sein. Also Leute, es wurden drei Sachen geleakt. Von denen bin ich mir zu einem hundertprozentig sicher, dass es stimmt. Bei dem anderen bin ich jetzt nicht wirklich ganz sicher, muss ich sagen. Aber zu weiterem in ein paar Sekunden. Du wärst tot, Kumpel, auf jeden Fall. Deutschland, 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 Deutschland. Bam, boom, bam, bada, bap, boom. Pow. Pow, pow. Pow. Oh, also gut. Erstmal noch einen kleinen Ort finden, wo ich in Ruhe looten kann. Dann können wir nochmal genau drüber sprechen. Also gut, fangen wir an. Der erste Leak hat mit Super Smash Bros. Ultimate zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr von dem Spiel gehört habt. Solltet ihr eigentlich. Es wurde ein Easter Egg angeblich gefunden. Da bin ich mir aber nicht ganz so hundertprozentig sicher, ob das wirklich stimmt. Aber man weiß ja nie. Ich kann es euch genau gleich sagen. Angeblich, wurde hier in dem oder dem Haus, ich weiß nicht genau, ein Schatten gesehen. Nämlich der Schatten von dem Zeichen von Super Smash Bros. Wer das Zeichen nicht kennt, das ist so ein Logo halt. Das ist ein Kreis, wo innen drin ein Kreuz ist. Ziemlich cool, wenn man das sieht, aber wenn ihr wirklich das nicht kennt, dann frage ich mich echt, wann ihr zu meinem Kanal gekommen seid, denn das habe ich früher gespielt. Und ich plane auch noch weiterhin das zu spielen mit der Blind Edition, wo ich mir die Augen verbinde und Titan mir den Weg beschreibt. Wow, warte mal, so viele Minis auf einmal? Alles klar, Junge, laber nicht. Aha. Oh, hier gibt's aber einen Haufen Revolver. Gut, also, ich bin nicht ganz sicher, aber man vermutet, dass es jetzt eine Kooperation von Nintendo und Fortnite geben wird. Warte mal, was ist diese Anzeige hier auf meinem Flugzeug? Ah, das wird wahrscheinlich die Lebensanzeige sein, kein Problem. Oh, hab den Schaden hinzugefügt noch dazu. Wo bist du, Junge? Ah, darunter. Okay, kein Problem. Weißt du, ich hab auch den Boost. Keine Sorge, ich hol dich ein. Oh.
Zack. Also ja, gut, weiter Mann. Ich denke, das wird eine Kooperation zwischen Nintendo und Epic Games geben. Ich glaube nicht, dass wir einen Mario haben werden, der mit einer Scar durch die Gegend rennt, aber ich könnte mir vorstellen, genauso viel wie Disney oder Marvel es irgendwas Bestimmtes geben wird. Bei Disney war das das mit diesem freien Emote, Hot Marat, aber bei Marvel weiß ich jetzt nicht wirklich, was da das war. Alter, wie viele Leben hat das Flugzeug denn da? Bäm! Lustig. Aber jedenfalls halt, das ist eins, wo man denkt, dass es möglich ist. Ich kann nicht... Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber wow. Misch dich nicht ein, Kollege. Ich bring ja... Ich mache ja gerade einen von deinen Kollegen fertig hier. Als ob du noch mehr... Alter, wie viele... Na also. Ja, wurde auch Zeit, Jungs. Im Ernst, also gut. Sprechen wir mal jetzt über die nächsten Leaks. Au. Also. Der nächste ist auch einer, wo ich nicht ganz weiß, was ich davon halten soll, ob ich glauben soll, ob das jetzt stimmt oder nicht. Denn er besagt Folgendes. Angeblich in der Zeit vom Weihnachten oder so in der Nähe vom Weihnachten wird es so sein, dass Epic Games uns ein Geschenk machen wird. Nämlich, dass sie uns eine Art Ticket oder irgendwas so in der Art schenken werden. Oh, Vorsicht. Und ja, mit diesem Ticket können wir uns dann einen Skin, egal von welcher Art, gratis im Shop holen. Ich weiß, wie das klingt. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll von diesem Leak. Man hat auch nirgendwo das gefunden, so im Internet, diese Aussage. Deswegen, I'm not sure, guys. Aber jedenfalls... Kommen wir zum letzten Leak des Tages. Das ist einer, der bestätigt wurde durch die Daten. Also ihr wisst schon, dass manche diese Hacker da so dann früher die Updates sehen können und sowas. Und das ist Folgendes jetzt mit den Skins, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Mit Raven, den Love Ranger und die Rote Ritterin. Die besagen folgende diese Sachen, nämlich, dass wir irgendwann innerhalb der nächsten Tage oder Wochen Bonus dazu kriegen. Nach dem, was ich gehört habe, ist es so wie bei Skull Trooper, dass man sozusagen einen Stil hat, wisst ihr? Und ja... Das wird so ein Stil sein, dass wir eine weiße Ritterin haben können, eine Winterritterin, einen Winterraben und einen Winter-Love-Ranger. Das wurde bereits confirmed, aber wir wissen nicht genau, ob das jetzt so ist, dass es... noch ein Flugzeug. Ob das jetzt Stile sind, die hier tragen oder wie es sonst aussieht. Einmal erwischt. Ach so, deswegen so wenig. Deswegen hat er so lange überlebt, der Typ. Warte mal, wo ist das? Ah, da. Jedenfalls halt sind wir ziemlich gehypt, ich jedenfalls.
Ah, schade. Okay. Dachte, ich krieg den diesen einen Skill-Moment nochmal her. Ah, ja, ja, ja. Komm her, komm her, komm her. Ay, caramba. Was auch immer du fordest, es hat dir nicht. Es ist dir nicht gelungen. Und so wart es nur noch ein paar. Ein paar Kills. Naja, nicht wirklich, aber. You know what I mean? Oh mein Gott, hier haben viele Gegner Flugzeuge. Zeit, dass alles hier kriegt, der Sterne wird. Mimi. Bäm! Oh. Okay, okay. Zeit für ein paar Kurven. Miu. Wow. Hallihallöle. Der hat eingelocht. Also ja, das waren alle Leaks. Ja, ich bin jetzt gespannt, Leute. Und ja, ich spiele diese Runde noch fertig. Ich würde euch empfehlen, hierzu noch zu bleiben. Denn wie ihr seht, geht's hier richtig ab. Nochmal, kein Problem. No problemo. Oh, verdammt. Hattest Glück, Junge. Hallo. Das reicht mir jetzt. Alter, stieß mein Gel, Junge. Ich hab die ganze Arbeit gemacht. Aber geil, Leute. Gefällt mir hier. Wow. Was denn das für Leck, Jungs? Kommt der etwa nochmal? Hätte ich kein Problem. Come on, come at me. Oh, wie ich hier ausgerüstet bin. No problemo, come at me, Ninja. Glaube, ich habe da unten einen Kerl gesehen. Man kann sich aber auch irren. Oh, goldene Maschine. Mal sehen, was haben wir denn das Sinnes? Aha, wie viel Metall willst du? 300. Na, ziemlicher Geizkragenpreis, wenn ihr mich fragt. Ja, als ob. Get out of time, boys. Bye bye. Das wird mir zu knifflig, Boys. Man muss auch seine Grenzen kennen, Leute. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? Mal sehen, wo könnten die mir noch meine Hilfe gebrauchen? Ah, da unten. Los, kill den Boy. Na also, geh doch. Also, hab meinen Job getan, Leute. Respawnen wäre auch nice. Also gut. Mal sehen, wo haben wir hier noch Kandidaten? Ich loote vielleicht mal ein bisschen. Als ob hier noch welche in der Luft sind. Ach, egal. Mal sehen. Deutschland. Perfekt. Ich dachte, ich hätte da gerade jemanden gesehen. Lass mich lügen, aber
Ja, da ist einer. Eieieiei. Schreck mich doch nicht so, Alter. Haben dir deine Eltern nie Manieren beigebracht, oder was? Man stellt sich freundlich vor und dann kann man nochmal drüber reden, ob man einen angreift. Ich muss das nicht, da ich YouTuber bin. Also, Schnauze. Bye-bye. Oh oh, das kann ich gut enden. Oh, verdammt, ich habe vergessen, dass man hier den Gleiter wieder einsetzen kann. Ups. Bräh. Du gehörst mir, Junge. Als App. Laber nicht. Liebe Kollegen, es hat keinen Sinn, dass ich hier noch den Biggie nehme. Ja, vor allem, weil ich durch... Ah, ich wurde eliminiert durchs Gewehr. Okay, ja. Gut, macht mehr Sinn. Hey, just say. Oh, da droppen die Boys. Die wollen alle das Flugzeug, aber nicht mit mir, Leute. Ey, ich sagte nicht mit mir. Das heißt, du musst hier nach dem Text spielen. Ah, du bist nur ein Kumpel. Okay, 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 okay. da haben wir einen Drachenflieger. Kein Kommentar, Leute. Im Ernst. Kein Kommentar, Leute. Kein Kommentar. Noch einer? Would you stop moving? Yup, danke. Appreciated. Zack, zack. Metall, Metall, Metall. Oh, gleich kann ich mir das gönnen, wenn ich etwas Metall noch zusammenkriege. Ah, schade. Habt ihr schon erledigt. Kein Problem. Wir nehmen dafür das Metall hier. Go get it, mate. Okay, ich habe genug, Leute. Jetzt heißt es, schätze ich mal, zurückkehren. Nice try, Noob! Och, Junge, schreck mich nicht so. I'm coming, Automat. Im Munition mangelt's jetzt gerade nicht. Super. Wenn du Zeit sparen willst, halt.
Nein! Boah. Nächster down. Just a second. So. Bisschen kann man immer gebrauchen. Noch einer? Willst du noch einer? Wer noch einer? Aha. Mist. Hat das Glück, dass ich nicht sofort getroffen habe, Junge. Was? Ist ja ein Jump Pad oder was? Oh. Boom, shaka, laka. Nee. Just a second, boys. Na, Junior, was geht? Hier ist Johnny! Oh. Können wir noch einen holen? Das hängt davon ab, wie schnell ich mich jetzt hier hinbegebe zu den Orten, wo die Leute sind. Ah, Skull Ranger. Oha, hast dich selbst eliminiert. Super, jetzt kriege ich keinen Credit dafür. Easy win, Leute. Ich hoffe, ich schaff's überhaupt meinen. Nein, ich krieg keinen Kill mehr. Aber nice, Leute. Oha. Naja. Jetzt wisst ihr die Leaks. Ich hoffe, ihr seid gehypt, genauso wie ich. 10 Kills, ganz okay für eine Runde. Für eine Gruppenkeilerei. Einmal wurde ich eliminiert, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ganz nice. Das mit den Eliminierungen scheint so nice zu sein, ja. Und mit all dem gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Bye, bye. Vergesst nicht, Daumen nach oben zu geben, mich zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, Glocke zu aktivieren, um mich weiterzuempfehlen.